Verständnis von Geld als öffentlichem Gut. Ich habe das in einem aktuellen Buch auch definiert. Geld als öffentliches Gut sollte bedeuten, dass die Spielregeln so demokratisch wie möglich zustande kommen, zum Ersten. Zum Zweiten, dass sämtliches Geld von der demokratischen Zentralbank ausgegeben wird, also die Folgereform. Und drittens, dass sämtliche Banken auf Gemeinwohlorientierung als Kernelement der Daseinsvorsorge und auch der Basisinfrastruktur der nicht nur Wirtschaft, sondern der gesamten Gesellschaft umgestellt werden sollen. Das wäre Geld als öffentliches Gut und die Folgereform ist hier ein wunderbar einpassendes Element. Deshalb unterstütze ich Sie von ganzem Herzen und lehne mich auch publizistisch sehr weit hinaus in Österreich. Es gibt von sehr vielen Seiten einen Neulingswiderstand. Das Thema ist zu neu, zu unerhört, zu unverstanden, dass man hier viel, viel Energie hineinlegen muss, um dieses Thema überhaupt erst einmal ein bisschen in die breitere Diskussion zu bringen. Es scheint aber zu klappen. Also meine Beobachtung ist, dass das Thema groß international gekommen ist. Großartig war der Beitrag von Martin Wolf in der Financial Times am 24. April, wo er ja nicht nur zwar für das 100% Geld Werbung gemacht hat und Vollgeld scheint er noch nicht zu kennen, weil es in der Studie vom Internationalen Währungsfonds nicht enthalten war, aber er hat zusätzlich auch gesagt, für ihn ist Geld ein öffentliches Gut. Money is a public good. Und das hat mir sehr große Hoffnung gemacht, weil das ist ein riesengroßer Schritt, der ist fast noch größer als einfach nur 100% Money zu unterstützen. Ja, das war's auch schon. Ich gratuliere euch von ganzem Herzen, unterstütze euch mit ganzer Kraft und hoffe, dass wir nicht nur in der Schweiz, sondern in vielen Ländern in den nächsten Jahren eine breite Diskussion und dann auch eine demokratische Abstimmung über diese Reform haben werden. Ja.